So Leute, wir sind wieder bei Let's Play Pokémon Platin. Mittlerweile durch 20. Folge. Unser Team ist minimal zerkrüppelt. Ja gut, wenigstens sind wir hier schon kurz vor Schleie, ne? Eigentlich schade, ich mag die Musik von der Route. So, bevor wir jetzt irgendwo hingehen, unser allererster Stopp ist das Pokémon Center. Schleide, einer der größeren Städte in Sinnoh. Und nachdem wir jetzt schon mal hier sind, ich glaube, bevor wir hier irgendwas machen können, müssen wir hier, glaube ich, die Arena machen. Koto, das hast du immer wieder super hinbekommen, dass du mich mal wieder mehr oder weniger direkt vor der Arena rausgelassen hast. Das kannst du ja mittlerweile schon super. Wenn es so weitergeht, mache ich hier alle 8. So. Ah ja, genau. Lucia ist auch noch hier. Lucius, nimmst du die Herausforderung der Arena an? Hui, du wirst von Mal zu Mal stärker. Oder scheint das nur so? Was ich hier mache, oh, ich war einkaufen im Kaufhaus und ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber... Die rauen Wogen sind mein Ring aus trüber See hervor. Ich ging wie ich heiße Wellenbrecher. Wer bricht die Wellen, Wellenbrecher? Wie eine Flut spüle ich dich weg. Du hältst dich nicht an diesem Fleck. Marinus löscht die Feuersglut, Elektrizität tut ihm nicht gut. Doch wohlgemut mein Lied ich sing, die rauen Wogen sind mein Ring. Hallo ihr zwei Hübschen, ihr wollt die Arenaleiterin herausfordern? Dann lasst mich euch eins sagen, jung mag sie sein, doch sie ist auch ein wahres Genie. Ich hatte die Ehre einmal mit ihr zu trainieren und war ganz beeindruckt von ihrer Zähigkeit und Stärke. Holla, vielleicht sollte ich mich vorstellen. Leiter der Pokémon-Arena führend im Ringkampf und Kunst des Liedes. Wellenbrecher Marinus aus der Weideburg-Arena steht vor euch. Wir sehen uns wieder. Ja, du bestehst als nächstes auf der Liste. Also dann mal viel Glück bei der Herausforderung, Lucius. Jo. Weil ich da, glaube ich, nicht viel Glück brauche. Wir haben ein relativ gutes Team. Ach ja, das war dieses lustige Spielchen hier. Wo sich diese Reifen immer so wunderbar in Luft auflösen. So, wer ist eigentlich vorne? Wendigo. Kupan ist Level 30. Ja gut, Wendigo darf sich hier jetzt erstmal ein bisschen austoben. Es sind hier genau 4 Trainer in der Arena. Trainer plus Arenaleiter. Schwarzgurt Marius mit Machock. So, mal schauen, wie weit wir hier mit Kugelsaat kommen. Also wenn die da an die Stelle sollte man jetzt wirklich nicht hinschießen. Das tut doch weh. Und zweimal getroffen, dafür ein Volltreffer, das ist so viel wie dreimal. Volltreffer zählt hier mehr oder weniger wie ein Extra-Treffer. Ja, wenn du 5-mal triffst, dann sollte das sein. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, 2 Volltreffer zu machen, ist nicht so hoch, aber dass du ständig mit 2-mal triffst, ja. Erfahrungspunkte, das ist doch eine Menge. Das nächste Maschok packen wir dann auch noch. Ja, das ist jetzt 25. Oh, wir treffen sogar mal häufiger als 2-mal. Dann 3-mal. Wenigstens hat das Viech eine Verteidigung wie nicht normal was. Es geht mal über die 3 Treffer hinaus. 5! Oha! Und hier. Den machen wir gleich so fertig. 781 EP. Den letzten packen wir doch auch noch.
25. Und dann schauen wir mal. Zweimal. Das müsste er sein. Okay, Silberblick. Nein, danke. Jetzt gehe ich raus. Chris, mach du mal weiter. Ich will dich sowieso noch bis Level 30 haben vor der Arena-Leiterin. Das dauert noch ein bisschen, bis du 30 wirst. Okay. Du bist dafür einmal bedroht. Das ist vollkommen in Ordnung, dass du da jetzt Silberblick machst. Ich habe keinen Geisttyp, den du jetzt irgendwie überbrücken musstest. Okay, da kommt noch ein Silberblick, der macht mir jetzt auch nichts. Nachdem du mit ziemlicher Sicherheit keinen Patronenhieb drauf hast. Oha, da kommt der Volltreffer, der total nötig war. Wendigo erreicht Level 29, das ist sehr schön. Und der versucht Synthese zu lernen. Yep. Dann machst du doch bitte mal den Heuler weg, weil Sandwirbel finde ich da noch ein bisschen brauchbarer als Heuler. Okay. Chris darf jetzt aber auch gleich mal vorne bleiben. Der muss sich ja. Will ich auf jeden Fall noch Level 30 haben. Schwarzgott Darius. Okay, du hast ein Macholo. Die geben jetzt für das wahrscheinlich nicht ganz so viele P wie die Maschok. Dafür kann man die jetzt wenigstens zuhören. Dass du einmal bedroht wurdest, macht das immer noch ganz schön viel Schaden. Wie viel P gibst du jetzt? 400. Nee, Dietje, ja, da bleiben wir drin. Dietje ist größtenteils harmlos. Ich sage größtenteils, das Vieh hat nämlich Mentalkraft, was seinen Angriffswert verdoppelt. In den meisten Fällen allerdings nichts ausmacht, weil die meisten mit die hier nur spezielle Attacken lernen. So. Siegt. 470 Erfahrungspunkte. Maschok. Ich bleib ganz kurz drin und wechsle dann raus. Ich will einfach die Erfahrungspunkte für Chris haben. Mit wem machen wir das denn? Neo mal ganz kurz ran. Der kann es jetzt gerade nicht mit seiner stärksten Attacke ran, aber. Oh, das macht weniger als ich gehofft hatte. Aber gut, der Karateschlag macht dafür auch nicht allzu viel. Knapp geworden. 390 für beide. Und den Darius haben wir damit auch besiegt. So. Was haben wir denn jetzt an Medizin? Ich habe Kotum gesagt, deshalb ein paar Kuchen. Ich glaube, oh, 50 Stück hat er. Das passt doch. Supertränke auch loswerden.
Wir besiegen jetzt auch noch. Da muss ich mal überlegen, wie ich hier überhaupt noch weiterkomme. Hör wieder bloß auf damit. Das mag ich nicht. Ich habe Hyperheiler dabei, oder? Ich habe eine Spezialität, das geht auch. Gut, die macht jetzt zum Glück nur den normalen Schaden, weil ich jetzt nicht angegriffen habe. Das Gute ist, jetzt hat Chris doppelten Angriff. Jetzt kann ich mit ihm das ganze restliche Team zerlegen. Und da hat er sein Level 30. Das ist sehr schön. Ja. Ich bleibe jetzt drin mit doppeltem Angriff. Ist mir hier nichts mehr großartig gefährlich, wenn ich da ehrlich sein soll. Entwicklung hier. Chris wird zu einem Luxtra. Damit ist er jetzt richtig cool. Eins meiner Lieblings-Elektro-Pokémon, wenn ich das so sagen darf. Ziemlich das coolste Elektro-Pokémon, das irgendwo rumläuft. So. Bendigo und Neo brauchen jetzt noch ein Level. So. Wie komme ich hier jetzt weiter? Ich glaube, die haben jetzt ziemlich alle Wege hier verbaut, oder? Okay, hier komme ich noch hin. Dann machen wir erstmal den hier weg, damit ich da nicht außen rumrennen muss. Und da komme ich ja nicht durch, ne? Schon mal weg. Da muss ich von der Seite ihn da wegmachen. Oder? Oder habe ich mich jetzt vertan? Naja, jetzt habe ich mich vertan, genau. Ich muss es genau andersrum machen. Da habe ich mich jetzt verschaut, gedacht, das Ding steht eins weiter oben. Schubsen. So, jetzt machen wir den da hinten kaputt. Jetzt kann ich den da benutzen. Den kriegen wir jetzt da nach oben. Der ist dann bereit, den zweiten da oben wegzumachen. So. Hier. Jetzt müssen wir nur noch den da oben wegmachen, dafür müssen wir noch mal gegen den Typen hier kämpfen. So, der hat einen Skaraborn. Okay, das ist definitiv nichts für unser Bendigo. Der verzieht sich da lieber mal. Lass das Pokal jetzt machen, der kommt mit dem Skaraborn am ehesten zurecht. Er hat eine Resistenz gegen Käfer. So. Und weil Skaraborn in der physischen Verteidigung nicht ganz so stark ist wie in der speziellen, wobei beide Verteidigungswerte bei dem echt gut sind, greifen wir hier trotzdem erstmal physisch an.
Überblick macht, dann sind wir natürlich nicht gefährlich. Hier, komm, kriegst du Blut. Vor allem werde ich in diesem, werde ich bei der Arena-Leiterin sowieso wirklich gut brauchen können. So. Jetzt einmal den Sandsack hier hin. Hier. So. Ups, das war ein Feld zu weit. Jetzt hier hin. Und Weg frei machen hier. So. Dann sind wir schon bei der Arena-Leiterin. Ich benutze jetzt nochmal schnell den Supertrank von Chris. Wendigo werde ich den Kampf anfangen, einfach mal um zu schauen, was da kommt. Wendigo kann erstmal alles wegtinken. So. Ich bin die Arena-Leiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein, und Arena-Leiterin bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann. Bring it on, Hilda. Bring it on. Drei Pokémon hast du. Eins davon. Hier, dann das zweite müsste ein Maschok sein und das dritte ein Lucario. Okay, fangen wir mal an mit. Okay, der fängt erstmal an mit Mogelhieb. Das soll er ruhig machen. Ich mache jetzt erstmal wieder ein bisschen Kugelsaat hier. Volltreffer und viermal. Okay. Light-Hieb, das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Okay. Zieht wenigstens kaum was ab wegen unserer guten Verteidigung. Und Light-Hieb war hier in Chip 4 auch noch nicht ganz so stark. Der hatte hier nur Stärke 60. Felsknab. Okay. Senkt meine Init. Damit müsste ich jetzt ein bisschen langsamer sein. Nochmal einen fünffachen rein, dann hast du das Gebiet hier besiegt. Mehr will ich von dir auch gar nicht. Natürlich nicht, okay. Heilmann ist halt. Hat der gar nicht mehr, der hat nur 5 AP hier. Hälfte hat er nicht schon eingesetzt. Noch 4 oder 5 Treffer. Okay, das sollte reichen. Oh, jetzt kommt ein Volltreffer nochmal. Okay. Lucario kommt als nächstes rein. Das wird nicht mit Kupan machen. Der kommt mit Lucario am besten zurecht. Lucario ist ein echt cooles Pokémon. Wow! Volltreffer. Aber ganz, ganz knapp überlebt hier. Maschok ist meines Wissens in beiden Defensivwerten gleich gut. Und da ich im Angriff ein bisschen besser bin als im Spezialangriff, müsste Wasserdüse ein bisschen mehr Schaden machen als Aquaknarre. Weil beides nicht wirklich viel macht. Wenn meine Init
darfst du jetzt ruhig senken, wenn ich mit Wasserdüse angreife, bin ich so oder so schneller. Hau daneben, passt schon. Ich meine, erinnert, ich habe eh Prio. So. Und da haut er wieder daneben. Dann war's das für die Hilda. So, das war dann schon der vierte Orden. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Damit kriegen wir den Bergorden. Ich sollte dir den Orden der Pokémon-Liga erklären. Mit diesem offiziellen Orden kannst du die VM Fliegen außerhalb von Kämpfen verwenden. Oh, du hast jetzt vier Orden. Das heißt, dass die Pokémon bis Level 50 gehorchen werden. Und das hier ist auch für dich. TM60 Ableithieb. TM60 beinhaltet die Attacke Ableithieb. Sie fügt Schaden zu und raubt 15 KP. Oh ja, das tut sie. So. Dann benutzen wir hier mal die Shortcut. Bin eh schon wieder ziemlich am Ende meiner Aufnahmezeit. Okay. Lucius, ein Glück, dass du hier bist. Kannst du mir bitte helfen? Ein paar dieser Rüpel von Team Galactic haben sich mein Pokédex geschnappt. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Allein kann ich ihn nicht zurückholen. Ich warte vor den Lagerräumen von Team Galactic auf dich. Bitte komm. Naja, ich komme ja schon. Und erstmal Pokémon Center. Ich hole mir kurz vorher nochmal. Ich glaube, den Münzkorb kann ich mir hier irgendwo holen, oder? Hier gibt es ja auch die Spielhalle. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man den Münzkorb hier kriegt oder woanders. Auf jeden Fall will ich sowieso mal ganz kurz da rein, weil da drin ist so geile Musik. Wo kriege ich hier? Ah, okay, im Gebäude nebenan. Schnell shoppen im Einkaufszentrum. Ich würde es interessieren, ob ich hier ein paar nette TMs holen kann. Wo ist denn die TM-Abteilung? Okay, hier. Sieht man das nicht? Zweiter Stock TM. Okay. Schönes. Bärenkräfte, Schutzschild, Trugschlag, Bodyguard, Reflektor, Lichtschild, Blitz. Okay. Nichts, was mich jetzt so großartig interessiert. Da können wir jetzt schon eher ins Geschäft. Ja, Feuersturm ist nicht schlecht. Den hole ich mir mal. Bei Donner bin ich mir jetzt nicht sicher, soll ich. Holen wir uns auch ein. Und Donner, komm, wo soll der Geiz? Die bringe ich jetzt alle mal ein paar von unseren Pokémon bei. Nehme ich den Blizzard für Neo. Mir ist egal, dass diese Attacken nicht wirklich häufig treffen. Mir geht es jetzt erstmal darum, dass ich die habe. Sternschauer braucht man nicht wirklich, also
Blizzard. Dann Donner, der ist dann natürlich für Chris. Dafür kann das Silberblick eigentlich mal weg, benutzt man sowieso schon nicht mehr. Für Bendigo einen Solarstrahl kaufen, aber ganz ehrlich, ich will auf dem eigentlich nur physische Attacken spielen. Dafür kommt die Offenlegung weg, die können wir sowieso nicht wirklich brauchen. So, jetzt bin ich aber definitiv über meiner Zeit. Ich setze Koto jetzt trotzdem noch kurz vor dem Lagerhaus von Team Galactic ab, damit er zumindest weiß, wo er hin muss. So viel bin ich ihm da schon schuldig, wenn ich ihm schon die ganzen Arena-Orden vor der Nase wegklaue. So, ich stelle ihn mal so hin, dass er die da hinten sieht. Und ich bin jetzt erstmal fertig. Wir sehen uns in der übernächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut!